Moin, ihr Spackos, hier kommen die Witze des Tages. Heute Polizeiwitze. Ein Kind wird geboren. Direkt nach der Geburt schlägt es die Augen auf, schaut die Ärzte an und sagt: A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Die Ärzte: Das Kind ist zu schlau, das geht so nicht. Legen das Kind auf den OP-Tisch, öffnen die Schädeldecke, nehmen das Gehirn raus, packen nasses Brötchen rein, machen die Schädeldecke wieder zu. Nach der OP wacht das Kind wieder auf, schaut die Ärzte an und sagt: Guten Tag, Ihre Fahrzeugpapiere bitte. In Berlin sollen männliche und weibliche Schutzpolizisten in eine gemeinsame Kaserne verlegt werden. Der Kommandeur der Männer hat moralische Bedenken. Keine Sorge, beruhigt ihn die Chefin der weiblichen Polizisten. Meine Mädels haben es nämlich hier, und tippt sich dabei an die Stirn. Meint der Kommandeur: Ganz gleich, wo ihre Mädels haben. Meine Jungs werden es finden. Polizeikontrolle. Der Polizist hält eine Blondine an, die ist zu schnell gefahren. Sagt: Den Führerschein bitte. Sagt die Blondine: Was ist das denn? Sagt der Polizist: Der rote Zettel mit ihrem Bild drauf. Ach so, ja, das habe ich, sagt die Blondine. Schaut rein, gibt ihm das. Und jetzt die Fahrzeugpapiere bitte. Die Blondine: Was ist das denn? Das Papier, auf dem steht, dass das Auto Ihnen gehört. Das habe ich nicht, sagt die Blondine. Der Polizist dreht sich um, überlegt, was er mit der noch anfangen kann, und denkt: Ach, mit der habe ich ein bisschen Spaß. Öffnet seine Hose, holt seinen Penis raus und sagt: Einmal blasen bitte. Oh, nicht schon wieder ein Alkoholtest, den hatte ich gerade vor 6 Kilometern. Das war's für heute, macht's gut, bis morgen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, sonst verpasst ihr was.